Leute, Xanax hier und willkommen zurück bei The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal, hier hochzugehen und Medulie zu suchen. Schauen wir mal, wo sie ist. Ein junges Mädchen soll es sein, die uns etwas übergeben möchte. Das sieht doch nach einem Mädchen aus. Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst Xanax sein, nicht wahr? Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Valu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medulie. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Du hast den Brief von Vater erhalten. Ein Brief an Komori von seinem Vater. Erstmal in deiner Posttasche verwahren und dann schnell zu Komori bringen. Wenn du ihn herausnehmen willst, bla bla bla, kennen wir schon. Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, und Xanax? Ich hätte dann noch eine Bitte an dich. Wärst du so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es genau geht, sage ich dir dann. Okay, wir sehen uns später. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Ups, eigentlich wollte ich Folgendes machen. Zack. Denn wir müssen jetzt hier lang. Nein, müssen wir nicht. Wo müssen wir lang? Wo war das denn nochmal? Ich glaube, das war hier. Zack. Genau. Ich werde jetzt nicht mit allen immer ganz viel reden, weil das würde doch wirklich doch länger dauern. Mit wichtigeren Personen. Und im Portemonnaie ist halt... Generell gibt es da viel zu sehen. Und hallo, wer bist denn du? Du hast ja ein schönes leuchtendes Ding da. Wer bist du denn? Ja. Moin. Was willst du von mir? Ich habe gar keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Tja, da müssen wir wohl was machen. Und zwar werden wir den doofen Brief aufrüsten. Eigentlich wollte ich das... Machen wir es mal so. Ich muss mal gucken. Okay, alles klar. Bitteschön. Ich habe was für dich. Einen Brief. Ein Brief? Von meinem Vater? Aufmunternde Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich so schreckliche in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuppe von Valu zu bekommen? In dem Brief steht auch etwas über dich. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremder Leute Angelegenheiten zu stecken. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Valu hinaufzugehen. Wer weiß, was der mir womöglich noch antut, so wütend wie er ist, geschweige denn, dass er mir die Drachenschuppe gibt. Oder willst du etwa weismachen, dass du Valu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch! Und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Valu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Ich glaube, wir wissen, was zu tun ist, oder? Wisst ihr es auch? Wir gehen. Mal nach draußen. Zack, wir können Treppen nicht hochrollen. Das sollten wir lernen. Da sind wir reingekommen und ich glaube... Ja, wir müssen hier lang. Oder? Was sagst du denn? Falls du vorhattest, zum Drachenberg zu gehen, muss ich dich leider enttäuschen. Wie du selber gleich unschwer erkennen kannst, ist nämlich die Brücke kaputt und der Weg ist somit abgeschnitten. Sicherlich könntest du auch den Teich bis ans andere Ufer schwimmen, nur ist dieser dummerweise ausgetrocknet. Aber ich bin mir sicher, dass der Stammesführer die Sache schon wieder irgendwie ins Lot bringen wird. Ja, dann gehen wir mal hier hin, denn hier scheinen wir richtig zu sein. Und es ist hier windig und, Pollen oder was ist das? Asche? Keine Ahnung. Moin! Medulie! Du bist ja tatsächlich gekommen! Bitte verzeih mir, dich an so einen gefährlichen Ort gebeten zu haben. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus dem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der Ehrenwerse Valu so außer sich ist, entsperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Valu und meine hochschätzige Lehrmeisterin.
Doch weil sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie eine Doch weil sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einem Vergleich zu ihr standzuhalten. Wäre ich doch nur meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. So. Ich habe eine Bitte an dich, Xanax. Ich würde gerne zum Draco-Sanktuarium auf dem Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Jo, alles klar. Danke. Bitte heb mich hoch und wirf mich in Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber auf die Windströmungen hier achten, denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht so zimperlich mit dem Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen, also nimm keine Rücksicht auf mich. Oh yeah. Zack. So, dann werden wir dich mal weit genug werfen. Wir gehen hier erstmal hoch auf den Vorsprung hier. Jetzt warten wir, dass der Wind günstig ist. Ah, so ist er nicht günstig. Ah, so auch nicht. Wir brauchen Rückenwind. Und zwar viel Rückenwind. Jetzt! Ach Mist, ich hätte werfen müssen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist windstill. Ach verdammt. Ich dachte, ich könnte im Springen werfen, aber das konnte man auch nie in Zelda teilen. Wieso fällt mir sowas ein? Na, wieso denke ich an so einen Mist? Na los. Flieg und Sieg. Ja, super. Vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den ehrenwerten Valu treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Valu. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja irgendwann mal als nützlich. Du hast eine Flasche gefunden. Eigentlich habe ich sie erhalten, aber egal. Lege sie auf Y, X oder R und mache sie zunutze. Du kannst zum Beispiel Wasser mit ihr schöpfen oder sie noch mit jeder Menge anderen Sachen füllen. Also wir können viel Sachen da reintun. So. Und bitte erzähl niemandem, dass ich zum Drachenbeck gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Also dann, ich werde mein Bestes geben. Okay. Was nun? Als erstes müssen wir mal das Wasserflaschending hier, die Flasche auffüllen. Und zwar, wie ihr vielleicht oben gesehen habt, ich will jetzt nicht extra hoch und runter rennen, da waren ausgetrocknete Bomben. Deswegen nehmen wir jetzt mal Wasser mit. Normales Wasser, alles klar. Wir können damit auch verdorrtes träufeln und damit wächst es vielleicht wieder. Oder zumindest einmalig. Ups, wir sollten nicht seitlich hochklettern, sondern gerade hochklettern. Kriegen wir auch hin. Hier haben wir diese Bomben, wie ihr seht, sehr verdorben, sehr ausgetrocknet. Aber wenn wir jetzt Wasser drüber träufeln, dann ist es wieder gut. Und jetzt können wir nämlich eine Bombe nehmen und sie... Ja, okay. Sie ist jetzt natürlich ausgegangen. Deswegen müssen wir warten, bis sie fast explodiert. Ah, okay, zu lange gewartet. Gott sei Dank haben wir mehrere Versuche. Bam. Und der Geysir sprießt wieder. Und das bedeutet... dass auch wieder das Wasser steigt. Und wir wären ja nicht Xanax, wenn wir nicht Meduli jetzt unterstützen würden und hinterher rennen. Denn wir wollen ja auch wissen, was da so ist. Vasen kaputt machen, ganz wichtig. Alles klar. Auch hier haben wir Bomben. Ach, die sollten wir auch da reinwerfen. Meh, ich wollte was ausprobieren. Wie gesagt, ich hatte nie die Chance, so
paar Sachen auszuprobieren von den Speedrunnern. Deswegen wollte ich jetzt mal einmal die Chance nutzen. Man kann da auch mit so einem speziellen Sprung darüber springen. Das werde ich aber jetzt nicht die ganze Zeit ausprobieren. Ich wollte das jetzt einmal ausprobieren. Hätte ja klappen können. Auch da kann man, wenn man so ein bisschen Tricks mit diesem Jump Slash, kommt man darüber, ohne das zweite Ding da auch runter zu holen, sag ich mal. Und, naja. Okay. Weil der Winkel hier auch ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Aber 1A, eingelocht. Und jetzt kommen wir auch rüber. Die Zelda-Musik kommt. Und wir gehen hier hinauf. Gehen hier rein. Und was erwartet uns hier? Das Draco-Sanktuarium. Willkommen im ersten Dungeon. Als erstes machen wir mal wieder die Töpfe kaputt. Und als nächstes dieses kleine Puzzle lösen. Erstmal nach den, nach hinten und dann den zur Seite. Und zack, können wir auch durchgehen. Und da haben wir zwei Kobolde. Kümmern wir uns mal um die, wa? Alles klar. Schon mal ein bisschen üben, den schnellen Drehschlag hinzukriegen, die schnelle Wirbelattacke. Weil die Wirbelattacke halt mehr Schaden macht als der normale Schlag. Deswegen, wenn man damit geübt ist, kann man viel Schaden machen und auch Boss zum Beispiel wesentlich schneller killen als sonst. Deswegen will ich mich da schon mal ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das ist jetzt nichts, was ich jetzt großartig... Na, komm! Was ich großartig... Ja, gut, dann lassen wir es halt. Was ich großartig testen werde, aber, ja. Wenn wir kämpfen, werde ich versuchen, das zu üben. So, nehmen wir mal uns diesen Stock. Wie gesagt, ich kenne die Rätsel eigentlich, kenne ich sie noch so ziemlich alle. Wir nehmen hier Feuer und dann werden wir hier hochklettern. Eine Fackel, zwei Fackeln und... Oh nein! Eine Truhe erscheint. Dann werfen wir den weg, weil hinten ist eine Tür mit einem Schloss. Da kommen wir nur durch, wenn wir einen kleinen Schlüssel haben, den wir jetzt gefunden haben. Und mit dem kleinen Schlüssel kommen wir hier einfach durch. Und langsam scheint es immer heißer zu werden. Okay. Wir sind quasi im Inneren eines Vulkans. Scheinen irgendwie da hoch zu müssen. Hier kommen wir noch nicht durch. Das heißt, als nächstes müssen wir hier rüber. Scheiß Block raus. Und dann kommen wir auch hier drüber. Wunderbar. Hier sind irgendwo Fladdermäuse. Ach, nee. Zu spät gesehen. Ich muss mich an die Steuerung echt noch gewöhnen. Keine Angst, wir werden noch Möglichkeiten haben. Oh. Wir werden noch Möglichkeiten haben, an Herzen zu kommen. Ach, die Steuerung ist echt noch gewöhnungsbedürftig. Vor allem die Kamera ist noch so ein bisschen nervig. Jetzt sind die doofen Fladdermäuse wieder da. Na? Möchtest du wohl darüber springen? Brauchen wir ein bisschen mehr Anlauf. Ja, der Anlauf ist auch wichtig. Gehen wir mal einfach erstmal durch. Und ignorieren sie. Okay. Bombe nehmen. Und kaputt sprengen. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Wir haben nur noch ein Herz. Das regt mich ein bisschen auf. Wir sind aber im Hero-Mode. Das heißt, wir kriegen auch keine weiteren Herzen. Also, ich glaube, ich werde hier bestimmt irgendwann mal sterben. Erstmal können wir durch diese Wasser,
Töpfe können wir dafür sorgen, dass hier oder harte Lava entsteht, beziehungsweise hartes Gestein entsteht. Und dadurch kommen wir jetzt an diese Truhe. Und dieser Truhe wird ein Item sein, was wichtig ist für diesen Dungeon. Ein ganz super wichtiges Item. Und es ist die Karte. Kennen wir ja schon. Dadurch sehen wir jetzt erstmal, oder sehe ich, wo es so lang geht, wo wir hin müssen, wo wir hin sollten. Und als erstes gehen wir erstmal hier die Treppe hoch. Oder die Leiter hoch, besser gesagt. Und Schleim überrascht uns. Und wir haben nur noch ein halbes Herz. Auch sehr schön. Ich habe es gehört. Ich dachte, der springt über uns drüber. Naja. Okay, Link ist not amused. Okay. Alles klar. Na? So, fünf Treffer braucht er also, okay. Also fünf Schaden. Weil ich glaube, die Sprungattacke bringt zwei, eine Wirbelattacke bringt, glaube ich, auch zwei. Und ein normaler Schlag halt eins. Deswegen wären es jetzt fünf gewesen. Kann ich das nicht kaputt machen? Brauche ich wirklich das hier? Okay, das große Schwert also. Dann brauchen wir auch wahrscheinlich hier. Geh weg! Okay. Und wir haben rotes Gelee. Sehr schön. Geht in die Beutetasche und aus rotes Gelee kann natürlich viel verarbeitet oder viel entstehen. Kann gut verarbeitet werden. Unter anderem Elixiere. Das will ich euch schon mal sagen. Ich werde jetzt nicht bei solchen Sachen nicht immer alles vorlesen. Deswegen habe ich es jetzt mal übersprungen. Und hier haben wir die nächste Truhe. Mit einem Schlüssel. Und ihr wisst, wofür wir einen Schlüssel brauchen. Come on. Ach. Ja, es ist immer noch so ein bisschen verwirrend mit den Tasten schlagen und also mit A und B, weil es, ich sag mal so, in früheren Teilen oftmals von der Bedienung her anders war. Das halt, wo jetzt die Y-Taste am Gameplay, am Gamepad ist, dass das quasi die Taste wäre zum Hauen. Und deswegen ist das alles so ein bisschen verwirrend, aber wir machen einfach weiter ohne Probleme. Wir sind jetzt am Anfang des Dungeons wieder, wo wir ja sowieso fast hin müssten, sag ich mal. Haben jetzt wieder volle Herzen und jetzt machen wir es einfach ein bisschen besser. Der Vorsprung ist natürlich gespeichert. Deswegen alles gut. Den haben wir. Den haben wir noch nicht. Na, komm her. Naja, machen wir es halt so. Wir wollen ja kein Leben verlieren. Okay, nichts gedroppt, dann gehen wir weiter.